Hallihallo und herzlich willkommen zum Part 27 von Banjo-Kazooie und damit dem auch letzten Part jetzt endgültig. Ich habe mich dazu entschieden, euch nochmal den kompletten Kampf zu zeigen. Was daran liegt, dass ich mittlerweile begriffen habe, wie ich gegen diese Hexe am besten vorgehe. Und zwar habe ich doch das letzte Mal von mich über eine Attacke beschwert, die mir nicht ausweichen kann. Und am Ende, was soll ich sagen? Am Ende vom letzten Video fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wie ich dieser Attacke am besten beikomme. Und wie das genau funktioniert, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Vermutlich habt ihr es selber schon herausgefunden, habt das letzte Mal. Oh, meine Güte. Das letzte Mal wahrscheinlich geflucht, dass ich mich so dumm anstelle. Na komm. Also der erste Teil ist echt einfach. Und das war eben gerade dummer, dass ich mich da treffen lassen, weil das muss wirklich nicht sein. So einfach hätte ich das machen können. Einfach nur eine blöde goldene Feder investieren. Uns wäre alles gut gegangen, das letzte Mal. War auch unnötig. War ich einfach zu forsch und zu früh hoch. Bitte. Oh mein Gott! Ich darf nicht so weit weg von ihr. Zielt besser, wenn ich weiter weg bin. Na komm. Verschanze ich mich am besten. Kamera, hör auf, dich zu drehen im Kreis. So, es war der letzte. Na komm. 2, 3. Oh, das war schon eine vierte. Weg da. Alter. Da. Nein, zu früh. 3, 3, 4. Nein. Ah. So. Ist aber die Attacke ehrlich gesagt mein geringstes Problem gewesen. Ich habe aus Dummheit schon wesentlich mehr verloren. Oh Gott, nein, nicht so. Ich glaube, man muss die
viermal treffen immer. Das war knapp. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Zweimal. Dreimal. Ach, das ist der falsche Winkel gewesen. Das hätte schief gehen können. So, habe ich sie jetzt gleich, hoffentlich. Ja, jetzt kann ich landen im Grunde, weil gegen den Schild kann ich nichts ausrichten. Ach, Mensch. Pause ausnutzen, die entsteht. Uff. Oh, na gut. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, das aufzuheben. Kann ich dem Ganzen ausweichen? Der Jinjonator. Shit. Uff. Gott sei Dank, es hat alles geklappt. Hui. Ja, der Kampf kostet einiges. Also ich verstehe, wie man den mit einer einfachen Energieleistung schaffen soll, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Naja, es geht, aber man muss sich dann ziemlich anstrengen. Ich bin froh, dass ich alle Puzzleteile gesammelt habe. Und da fällt sie zusammen mit
Brocken von den Zinnen. Anscheinend hat sie es trotzdem überlebt. Ja, sie ist ja eine Hexe. Uff. Nochmal zum Abschluss. Doch noch fordernd geworden. Also, was bleibt mir zu sagen, außer ich fand das Spiel sehr interessant, also wieder das Ganze zu spielen, und es ist definitiv fordernd, es ist immer noch ein durchaus interessantes Jump'n'Run. Hier kommt wieder der etwas krude Humor, wenn man sich ansieht, wie diese nette Dame hier zwei Melonen mit sich rumschleppt. Sehr subtil. Nun gut. Aber ich muss sagen, es ist natürlich etwas einfacher gewesen als damals, also als ich kleiner war und das gespielt hatte. Das fand ich unglaublich schwer. Da habe ich auch nicht alle Puzzleteile holen können, beziehungsweise alle Noten. Rusty Bucket Bay war für mich ein Albtraum. Ist zwar immer noch alles fordernd und ich bin auch ein paar Mal ja draufgegangen, wie ihr gesehen habt. Aber es ging alles. Jetzt läuft endlich der Abspann. Also der wirklich endliche finale Abspann. Wieder Hunger. Kartoffeln und Blumenkohl und so wäre schon was Leckeres. Naja. Was bleibt mir zu sagen? Es ist nach wie vor ein geniales Spiel. Vielen, vielen Dank, liebes Rare Team, für dieses großartige Meisterwerk. Auch wenn ich dem heutigen Rare nicht mehr danken kann, denn von dem heutigen Rare ist, also von dem früheren Rare ist im heutigen nicht mehr so viel übrig geblieben. Und das merkt man auch eindeutig in der Spielqualität. Also ich habe Donkey Kong Banjo-Kazooie Nuts and Bowls nur kurz angespielt. Und muss sagen, dass es mir überhaupt nicht gefallen hat. Aber dieser Fokus auf dieses Sandboxing mit dem frei Zusammenstellen von den Vehikeln, die man halt jeweils benutzen kann, es war nicht mehr wirklich so Jump'n'Run-mäßig. Und deswegen, naja. Der Nachfolger Banjo-Tooie fand ich auch schon nicht mehr so gut, aber es ist immer noch ein gutes Spiel gewesen. Also das Einzige, was mich eigentlich im Nachfolger wirklich gestört hat, ist, dass es viel, viel, viel zu groß und dadurch zu unübersichtlich wurde. Hier sind die Levels ja noch wirklich in Ordnung von der Größe her. Vergleichbar mit Mario 64. Aber bei Banjo-Tooie wurden sie echt riesig, die Welten. Wie groß kann ich euch sicherlich irgendwann mal zeigen, denn ich habe definitiv vor, irgendwann mal Banjo-Tooie zu Let's Playen. Aber bis dahin kommen noch viele, viele andere Projekte. Das kann ich euch schon mal definitiv verraten. Ich habe schon einiges in Planung wieder. Also wenn sobald dieses Video hier gelaufen ist, wahrscheinlich, denke ich schon wieder ans nächste Let's Play. Bis dahin allerdings schwanke ich noch zwischen mehreren Optionen. Aber gut, ihr werdet es erleben, ihr werdet davon auf meinem Blog lesen und natürlich auf in meinem YouTube-Channel werdet ihr das Ganze sehen. Ich bedanke mich bis dahin fürs Zusehen
und sage alle, die jetzt neu dabei sind, bitte abonniert mich, schaut fleißig meine Videos, ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Aber auch Kritik ist gerne angebracht, schreibt in die Comments, was verbessert werden sollte, was überhaupt ihr davon haltet, von den Spielen, von der Spielauswahl, von meinen, naja, Spielkünsten, etc. pp. Und natürlich, schaut auch gerne auf meinem Blog vorbei, www.darkicarusessence.de. Alles dies und mehr findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und natürlich in der Über-uns-Kategorie meines Channels. Jo, das wäre es eigentlich auch schon. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen Zuschauern und sage bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Oh.
Hey!